Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Tierisch gefragt, unserem Tiermagazin, in dem Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, aufgefordert werden, Ihre Fragen an uns zu schicken. Und Magister Georg Ecker von der ACC Tierklinik in Rosenthal beantwortet sie dann. Georg, danke vielmals, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Vielen Dank auch. Dann kommen wir gleich zur ersten Frage, die kommt von der Anita aus Voitsberg. Es geht dabei um einen Hamster und sie schreibt uns, ich habe meinen Hamster schon 2 Monate und er ist noch kein einziges Mal in sein Laufrad gegangen. Und da wollte sie jetzt eigentlich fragen, ob das schlimm ist. Nein, ist eigentlich nicht schlimm. Das Laufrad ist ja eigentlich für den Bewegungsausgleich des Hamsters zuständig. Vielleicht ist er einfach noch nicht daran gewöhnt. Die andere Alternative ist, dass der Hamster ja ein nachtaktives Tier ist und vielleicht hat sie es einfach noch nicht mitbekommen, dass er läuft, weil während sie geschlafen hat. Ist es eigentlich so, dass jetzt ein Hamster zwingend ein Laufrad benötigt in seinem Käfig drinnen? Ich denke, es ist eher, der Hamster ist ja eigentlich ein Tier, der auf sehr, sehr kleinem in einem sehr, sehr kleinen Raum gehalten wird, was ja eigentlich nicht so toll ist. Und das Laufrad hat damit die Funktion, dass er Bewegung machen kann, dass er ein bisschen Energie abbaut. Und das ist dann eigentlich eine gute Erfindung, die eigentlich nicht gut verwendet wird. Besser wäre, wenn der Hamster 10 Quadratmeter hätte oder mehr zum Buddeln. Aber diesen Platz hat man natürlich nicht in der Wohnung. Dann kommen wir zu unserer nächsten Frage, die kommt vom Hubert aus Stallhofen und es geht dabei um einen Hund. Er schreibt uns, wir haben eine 5-jährige Mischlingshündin, die sehr träge ist und nie Lust hat, spazieren zu gehen oder zu spielen. Habt ihr vielleicht einige Tipps, sie anzuspornen? Er war auch bereits beim Tierarzt mit dem Hund und der Hund selbst ist eigentlich kerngesund. Gute Frage. Wenn der Hund kerngesund ist, dann würde ich empfehlen, dass man vielleicht einmal mit einem Hundetrainer spricht. Es gibt bei jedem Hund eigentlich irgendeine Sache, die er gerne macht. Ob es jetzt etwas zu suchen ist oder diesen Jagdinstinkt. Es gibt diese Angeln zum Spielen, Bälle schmeißen. Ich muss mir irgendeine Beschäftigung suchen, die der Hund einfach wahnsinnig gerne macht. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich eben in die Richtung, kann ich dann arbeiten, trainieren oder mich mit dem Hund beschäftigen. Sonst gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass sie einfach faul ist. Obwohl ich das eigentlich nicht so abtun möchte. Also meistens gibt es irgendeinen Grund dafür, dass mein Tier so ist, wie es ist. Wie schaut es jetzt eigentlich aus? Die Hundetrainer hast du angesprochen. Gibt es da irgendwelche Internetseiten oder gibt es da jemanden, den du empfehlen kannst oder wo kann man sich denn da überhaupt informieren? Es gibt einige Hundeschulen im Bezirk Voitsberg. Wer da Interesse hat, entweder mal googeln oder ich kenne persönlich auch jemanden, der einfach bei mir vorbeikommen in der Tierklinik, dann werde ich das Bescheid geben. Dann sage ich danke vielmals wieder für deine Zeit, freue mich schon auf die nächsten Fragen, die Sie uns hoffentlich schicken, und zwar an office@kanal3.tv.